Hallo, erstmal eine kleine Info, bevor das Video startet. Folge 267 bis Folge 270 habe ich außerdem im falschen OBS-Profil aufgenommen. Nein! Und ja, das Profil hat leider nur meine Stimme aufgenommen und nicht den Ingame-Sound. Weshalb ich ein bisschen ein bisschen Musik reinschneide. Ja, und außerdem ist die Bildqualität um einiges schlechter. Oh Mann! Ja, ich hoffe, man kann trotzdem damit leben. Ich starte jetzt gleich mal die Folge und viel Spaß dabei. Sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einem Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal. Wollen wir auf der Suche nach ein paar Monstermaterialien und dann haben wir eine Quest bekommen. Wo so kleiner, großer Fuzzi irgendwas von wegen Eldenbrücke gelabert hat, ja? Und ich bin ein bisschen falsch lang. Wir haben ein bisschen falsch gesucht. Denn es ist nicht wirklich bei der Eldenbrücke, sondern wirklich nur auf dem Weg dahin. Und auch gar nicht mal so einfach versteckt, um ehrlich zu sein. Jetzt werden wir uns mal das holen. Diesen Schatz. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal wieder zur Brücke. Keine Ahnung, was ich da hinten gemacht habe. Und ja, dann schauen wir mal. Wow. Denn es gibt hier auf dem Weg irgendwie so einen Weg nach oben auf so einen Berg. Mal schauen, ob wir ihn gleich sehen können. Oder wir sehen ihn jetzt schon. Da, der Berg da. Auf den müssen wir drauf. Oh, ganz schön fies versteckt, ey. Ist die Krogmaske eigentlich wirklich ein Blatt? Eigentlich müsste ja wegbrennen. Aber na gut. Hier oben ist dann so ein komischer Berg. Und dann da auf der Rückseite. Beziehungsweise auf der anderen Seite. Ob das jetzt die Rückseite ist oder nicht. Das weiß man. Ja, hier ist es schon. Der Schatz ist ein Erzbohrer. Ja. Geheimnis des Todesberges. Wow. So eine unglaublich schwere Aufgabe. Mit einer unglaublich guten Belohnung. Richtig? Wow, ein Erzbohrer. Ja gut. Ja. Es geht. Und hier ist jetzt der. Außerdem, wenn man nachts mit ihm redet, dann blubbert er nicht vor sich hin. Egal. Nee. Auf dem Weg zur Brücke habe ich den Schatz versteckt. Aber ja, wirklich tolle neue Sachen sagt er nicht. Doof ist, dass wir jetzt noch irgendwie pennen müssen. Also sonst können wir ja nicht die Quest abgeben. Was soll das? Hier. Wo ist das hier? So, ich bin gerade übrigens Xenoblade-Fever. Oh, wir müssen gar keine. Es brennt schon so. Egal, ich bin gerade im Xenoblade Chronicles 2 Fever. Fieber. Oh, das Spiel ist voll geil bisher. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht aufnehmen. Es ist halt so ein riesig langes, wirklich, so ein ultra langes Spiel und es ist, ich bin jemand, der in Breath of the Wild jetzt schon fast 300 Folgen hat, also eigentlich sollte ich ruhig sein. Aber ihr wisst schon, es ist, Na, was ist mit dem Gerät? Ja, hier. Ist das einer der Erzbohrer, den ich selbst versteckt hatte? Kann ich ihn mir mal anschauen? Nein. Na gut. Hier, guck mal. Oh, so ganz glauben kann ich's immer noch nicht. Und er tut ihn gleich wieder nach hinten auf seinen Rücken. Ja, das gehört jetzt mir. Aber das scheint tatsächlich mein Erzbohrer zu sein. Stimmt schon, da war dieses laute Geräusch aus der Richtung. Hat er etwa wirklich? Das scheint tatsächlich mein Versteck. Du schaut. Ach so. Ah, ich glaube, den haben wir schon mal gefunden. Nur ohne Quest. Und da haben wir was wegbomben müssen. Na gut. 1:0 für dich. Das heißt, du kannst den Erzbohrer behalten. Viel Spaß damit. Ja, Quest geschafft. Lalala. So, und wir sehen auch noch, ich habe hier noch vor Ewigkeiten mal einen Krog markiert. Den können wir eigentlich auch gleich holen. Und dann mal schauen, ob wir endlich ein paar Exalfos finden, die wir haben wollen. Moment, hier irgendwo. Oh. Und da habe ich einfach den Stein hier nicht gefunden, wirklich. Oder habe ich es nur aus der Entfernung gesehen, den Ort? Hey, ja! Und habe mir dann gedacht, mache ich jetzt nicht. Das kann natürlich auch sein. Hier. Es ist ein... Oh, es ist ein Krog. Okay. Oh, du hast mich entdeckt! Ja, nur noch wie viele?
Ich weiß gar nicht. Ihr braucht noch ein paar. Moment, ich wollte zur Karte. Und dann wollen wir, keine Ahnung, in welche Richtung, wo gibt's hier solche doofen Exalfos? Wir haben auch eine Menge schon gesehen gehabt auf dem Weg zum Todesberg, also. Normalerweise wäre es schlau gewesen, wenn wir jetzt bei der Eldenbrücke einfach weitergelaufen wären. Ich sehe gerade, ja. Einfach Daumen nach oben. Hier ist ja, ich bin falsch. Gehen wir hier hin. Ja. Wow. Da sieht man diese, wir haben gerade diese Kronstatue gesehen zum Eingang zum Dorf, da wollen wir ja nicht hin. Aufwinde. Oh mein Gott. Über Feuer entsteht Aufwinde, ja, weil es heiß ist, richtig? Was ist da mit Lama rum? Ist da nicht überall ein Aufwind? Da müssen wir da die ganze Zeit voll cool rumfliegen können. Aber nein. Es ist schon irgendwie fies hier, was soll das? 375 Krux, okay. What? Der Kaka-Schrein. Der Kaka. Kaka. Oh Mann. Also gut. Falsche Richtung. Achso. Ach, hier hoch, oder? Oder ist es einfach nur im Weg? Ne, einfach hier hoch. Alles klar. Kein Problem. Wir kommen, fiese Gegner. Und wir werden schwache Elektroschwerter nutzen, um euch langsam sterben zu lassen. Ja, ihr müsst einen qualvollen Tod erleiden. Keine Ahnung. Ich will nur... es ist immer... Wenn man schwächere Waffen hat, dann benutzt man natürlich die, weil man will die guten nicht verschwenden. Voll schlimm. Dabei finden wir so viele gute Waffen. Oder wir haben so viele durch die Leuen gefunden. Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, so gute Waffen zu finden, ja? Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt finden werden. An Gegnern oder ob es hier einfach nichts mehr gibt. War hier nicht mal eine Musik? Moment, ich mach mal meinen Sound lauter für mich. Weil ich höre nichts, ne? Hier ist echt keine Musik. Oh, da. Ja gut, das zählt aber nicht. Wenn wir schon Erzbohrer haben, können wir es aber wenigstens bei den Erzen verwenden. Das Gute ist natürlich, dass das Zeug dann nicht, keine Ahnung, wohin fliegt, wenn wir so machen. Blub. Sondern es bleibt da einfach. Ist einfach schon ziemlich nützlich. Ist echt nicht schlecht. Aber sonst, ja. Wir brauchen die Erze ja nicht, das ist das Problem. Das ist das Problem. Und selbst wenn wir es bräuchten, können wir immer noch eine andere Waffe verwenden, eine Bombe. Und das war's eigentlich. Ja gut. Hallo. Ist hier nichts? Wollen die mich verarschen? Nirgendwo so ein Drecksgegner. Was soll das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo ich schauen muss. Schau, wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht sagt ja irgendwann mal unsere Krogmaske was. Aber vielleicht sind die ja... Ich meine, hier gibt es manchmal Krogs, aber die waren bisher, glaube ich, nur auf irgendwelchen Orten, wo keine Lava in der Nähe war. Vielleicht geht es so ein bisschen auf Logik, so von wegen, ja, das sind Krogs, die können doch nicht in der Nähe von sowas sein, die würden doch wegschmelzen. Lebendig verschmelzen. Weg, ihr wisst schon. Aber sind ja eigentlich Kreaturen des Waldes. Und eigentlich sind es ja auch die Kokiri aus Ocarina of Time, die dann, wie man den Wind Waker erfahren hat, durch dieses Seezeug, oder weil, das Seezeug, was glaube ich? Ich muss mich kurz konzentrieren. Nein, weil, keine Ahnung, das Doofe ist, ich habe nicht viel Ahnung von Wind Waker, was natürlich traurig ist. Ja, keine Ahnung. So weg mit dir. Und eigentlich schon fast. Man könnte mich ja schon fast die Klippe runterwerfen. Weil ich keine Ahnung von Wind Waker. Was soll das? Warum spielst du gar Wind Waker? Spiel Wind Waker! Es ist ja angeblich ein super ultra geiles Spiel. Ich hab schon hin und wieder mal angefangen zu spielen, aber nie wirklich weitergespielt, ich weiß auch nicht. Und was soll ich sagen? Achso, ja, genau. Da in dem Spiel gab's ja diese Krux als erstes. Und da wurde dann ja gesagt, ja, es sind eigentlich die Kokiris, bla bla bla. Die sind wegen dem Meer, das so, weil es so viel mehr ist, haben die sich in eine primitivere Version verwandelt oder so. Ja. Und genauso wie die Vogelviecher. Wie heißen die jetzt? Verdammt, ihr wisst schon, wen ich meine. Die Kollegen hier.
die Oni, ja doch, die Oni. Die Oni? Orni, die Orni. Das sind ja eigentlich Zoras, richtig? Und dann gibt es nochmal irgendwelche Zoras. Es gibt zwei verschiedene Zoras. Ja, es gibt ja auch Salzwasser- und Süßwasser-Zoras. Jetzt weiß ich nicht, ob die Ornis irgendwie die Salzwasser-Zoras waren. Oder ob das wieder so ein... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Schlimm. Ich weiß nur, dass wir hier nicht hin müssen. Hier sind nur solche Popelgegner. Ich fliege einfach mal zufällig in... Ja, hier in die Richtung. Da wird schon irgendwo... Irgendwann mal solche Gegner geben, die wir haben wollen. Kein Wunder, dass wir diese doofen Materialien nicht haben. Die Gegner gibt's einfach nirgendwo. Wahrscheinlich müssen wir in der Wüste schauen. Da gibt's wahrscheinlich eine höhere Chance, dass wir die finden. Aber, na gut. Wenn ich gleich was finden, werde ich auch zur Wüste teleportieren. Und so Elektro-Gegner müssen wir eigentlich einfacher finden können. Wir wissen ja, da gibt es ja irgendwo diesen komischen See, wo es immer donnert und so ein Scheiß. Wo auch solche komischen Elektromagier da sind. Da unten, ja gut, das ist wieder was anderes da unten. Da unten waren diese Goron-Brüder, die sagten, dass ich da hochklettern soll. Ja, was soll das eigentlich, ja? Naja, sind ja unsere Goron-Brüder, ja. Alles klar, die können mich mal da. Da gehe ich nicht mehr hin. Wir haben einen Krog gefunden, das reicht. Wow, ein Krog, unglaublich. Schauen wir einfach von da aus weiter. Da können wir wenigstens ein bisschen durch die Gegend surfen. Ja, wow. Ich finde Schildsurfen super nice. Wow. Aber, na, oh, es ist, Schildsurfen, oh ja, nur leider kann man das nicht allzu oft machen. Also, weil es nicht immer bergab geht. Nein, ich weiß nicht. Schildsurfen macht voll Fun in dem Spiel, weil man einfach so schnell ist und normalerweise ist man nicht so schnell. Und wenn man auf dem Pferd ist, dann ja gut, man ist auf dem Pferd, aber es kontrolliert sich nicht so cool. Was weiß ich. Ah ja, der Ort hier. So, dann gehen wir halt mal zufällig in irgendeine Richtung und hoffen, dass es da solche Gegner gibt. Ich weiß nicht. Oh. Hä, bin ich jetzt doof? Ach nein, ich habe nur kein Schild ausgerüstet. Ich habe mich schon gewundert. Was soll das denn? Hüpf, bitte. Hey. Hä? Ich bin doof. Nein, jetzt habe ich die Xenoblade-Steuerung im Kopf. Ganz offen mit mir. Gut. Was? Hä? Lass mich Ruhe. Nein, ich... Ich will nicht... Ich lass dich nicht... Ich lass dich so, dass du der neue Champion bist. Was willst du eigentlich? Na warte, das war nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass sie Geld dafür will, dass ich spiele. Die meckert erst und dann willst du auch noch Geld gegen mich zu spielen, den Champion? Nein. Mann. So, da haben wir schon einen Kollegen. Ich hoffe, das ist auch ein richtiger. Hey, bist du... Oh, das ist auch ein, den wir brauchen. Oh, nur, wir sollten vielleicht aufpassen. Hallo, Mac. Huch. Hey, noch... Oh. Hä, der kann sich freimachen von Eis? Den habe ich nicht richtig erwischt. Aber warum kann er sich freimachen von Eis? So, Elektrowaffe gegen Elektrogegner passt aber irgendwie trotzdem. Also funktioniert trotzdem. So, weiter weg. So, warum habe ich überhaupt... Achso, weil ich davon zu viel habe, alles klar. Bläpp! Du bist tot. So, das Zeug von... Den brauchen wir auch. Die Waffe ist gerade einfach durch den Boden geflogen. Alles klar. Die wollen wir anscheinend nicht. So, Headshot. Oh, das war sogar ein... Ja, Mann. Hier finden wir genau die, die wir brauchen. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, hierher zu gehen? Tuten, tuten. Baumbrot. Mwah. So, wie viel brauchen wir? Wir brauchen super ultra viele. Hier, wir haben nicht ganz so viele, aber davon noch weniger. Ist natürlich doof. Ich glaube, wir brauchen 20 von beiden. Ja. Und ja. Wenn ich das in der Folge nicht hinkriege, dann... Werde ich das entweder offscreen machen oder erstmal gar nicht, weil wir wahrscheinlich schon alle tot haben. Es ist natürlich möglich. Ich hoffe natürlich nicht. So, und jetzt wow, einfach in die Richtung. So ein bisschen schräg die Seite runter. Okay, wer hat es jetzt kalt gemacht?
Wo ist es denn? Hier. Und genau die hier wollen wir ja verbessern auch noch. Mit so Feuer-Exalfos-Dingensens. Ey. Ich wollte schon wieder B drücken zum Hüpfen. Was soll das eigentlich? Schlimm. So, wo sind sie denn? Müssen die hier... Warte, hier in die Richtung, da sind doch voll viele vom Boden rausgekommen. Normalerweise, wenn wir da so lang gehen. Oder jetzt nicht, weil es Nacht ist. Oh, da ist vielleicht was. In die Richtung. Ich sehe es schon, lungern. Genauso wie den Kollegen. Nein. Ah ja, die können nicht elektrotisiert werden. Elektrotriziert. Was auch immer. So, was wollen wir... Und was haben wir? Wir haben am meisten Schwert und Schilder. Und wir haben noch popelige Schwert und Schilder, die nicht so gut sind wie die Leuen. Aber trotzdem ziemlich gut. So, was soll ich sagen? Egal. Wir wollen einfach nur vernichten. Weil wir es können. Oh. Ist aus Versehen. Hey Kumpel. Du bist tot. Es ist so nice, wenn man die One-Hitten kann. Oh, es ist ein anderer. Egal, Two-Hitten ist auch okay. Ja gut, mittlerweile ist das One-Hitten gar nicht mehr so toll, weil so wirklich viel bringt es ja nichts, wenn wir die sonst in 3 Hits oder so kaputt schlagen. Ja, gut, egal, nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass wir Spaß haben. Naja, Materialien... Farm ist es nicht gerade das Interessanteste, was man sich überlegen kann. Aber wenigstens haben wir in der Wüste hier keinen einzigen Krog mehr offen. Wir haben jeden einzelnen gefunden. Und hier wird es ganz schön dunkel und so. Ich hoffe, dass wir immer noch die Gegner finden. Wir schlittern einfach langsam nach vorne. Hey, komm schon! Dann halt nicht. So, aber hier in die Richtung. Da unten, nein, doch hier entlang, da waren doch ganz viele von den Drecksviechern, die einen voll auf die Eier gehen wollten. Auf die Dekunüsse. Da oben, da, die wollen einen voll wegsnipern. Aber genau deswegen wird er jetzt weggesnipert. Easy peasy. Okay. Nicht mal nah dran. Seit wann haben wir den Bogen? Hä, wir haben davor, haben wir da auch 3 Schüsse geschossen? Nee, oder? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Wir haben doch davor nur einen gehabt, oder sah das nur so aus, weil wir so nah dran waren? Das ist natürlich jetzt doof. Wo zur Hölle hat der Wind das genau das Stück hingeschossen, das ich haben will? Was auch immer. Das Teil ist weg, genau das, was ich haben wollte, ist weg. Hier hinten? Nee, da sind nur Pflanzen. Das sind nur ein paar Melonen, Frostmelonen, richtig? Ja gut, dann halt nicht. Mann, was soll das? Egal. Hier gibt's Gegner, die Stress wollen. Hallo. Ah nee, das sind Probegegner, die wollen wir gar nicht. Oder? Ah, du verpiss dich. Nein. Okay. Es waren nur 2, oder? Das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Oh, okay. Wenigstens kriegen wir dafür ein paar gute Pfeile. Und wirklich viel tun müssen wir ja nicht. Nein. Ihr könnt mich mal. So, das Loot von dem da oben würde ich gerne haben. Der hat auch, ja. Der hat auch Feuerpfeile. Oh mein Gott. Ach, darum hatte der nicht dieses Teil, oder? Der da oben. Es war kein Feuertypi, sondern noch so ein normaler Popeltypi, oder? Ich weiß es nicht. Typi vor allem. Exalfos. Ech. So. Ah, wir kommen in Richtung Ende der Wüste. Da wollen wir gar nicht hin. Nein, das wollen wir nicht. Wie viele Teile haben wir jetzt schon? Immer noch nicht genug, aber man kann ja gucken. 12 und 8. Weiß, es wird ja gar nicht mehr. Was soll das? Es wird nicht von alleine mehr. Das ist ja fies. Wo ist der Farming-Teil von diesem Spiel? Ja? Hier gibt's alles, außer Farming. Also ich rede jetzt von
Sachen anbauen. Ja, dann können wir ein Schweif eines Monsters anbauen und dann kommt da ein Monsterbaum raus und der tut dann ganz viele Monster wachsen lassen. Ja, dann gibt's es nicht. Oh. Zelda, boah. Immer diese Zelda-Spiele. Gar kein Farmen in den ganzen Zelda-Spielen, alles schlecht. Nein. Nein. Ich weiß nicht, das wäre ein bisschen eigenartig. Aber, ja gut, war auch meine Idee. Nein. Keine Ahnung. Gibt's hier nichts mehr? Hier ist nur Moldora-Gebiet, oder? Hier wollen wir gar nicht hin. Hier gibt's nur Stress. Und keine coolen Gegner, die wir haben wollen. Folge ist eh fast vorbei. Ist natürlich jetzt doof. Egal, wir wissen jetzt, wo es sowas gibt. Da kann ich hin und wieder mal hin. Offscreen. Alle paar Folgen mal. Um ein bisschen was zu farmen an Schweifen. An Elektro- und Feuerschweifen. Dann können wir ja mal schauen. Wenn wir das Zeug zusammen haben und dann die Sachen verbessern. Und wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen Krugsammelaktion vor uns, ja. Auch wenn ich es eigentlich noch nicht machen wollte, sondern erst ein bisschen wann anders, aber na gut. Irgendwie vergeht die Zeit nicht schnell genug und wir haben erst noch 3 Wochen bis Weihnachten. Also ja, keine Ahnung. Na gut, dann halt nicht. Wenn ich hier nichts mehr weiter sehe, dann beende ich jetzt gleich die Folge. Jo. Alles klar. Dann, ja, falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.